willkommen Leute zu Mountain Blade Warband. Das ist meine erste Folge zu dem Spiel. Ich habe es mir vor kurzem im Angebot bei Steam gekauft und ich habe mir zwei, drei Let's Plays mal dazu angeguckt und hat mir sehr gut gefallen. Und deswegen werde ich mir es jetzt auch mal ans Herz legen und werde ein paar Let's Plays dazu machen. Und wenn es dann richtig Spaß macht, dann werde ich auch paar mehr Folgen machen. In den nächsten Folgen wird dann auch der Grave, der auch mit mir World of Warships spielt, dazu stoßen. Der spielt das was öfters hier, kennt sich ein bisschen besser aus und wird uns oder wird mir so ein bisschen helfen, zu erklären, was eben hier bei ein paar Tipps und Tricks geben oder sowas, was man eben hier machen soll oder was man eben nicht machen soll. So, wir werden jetzt erstmal zusammen das Tutorial spielen. Also, das Spiel habe ich auf Deutsch gestellt. Das ist dieses, das ist die Variante oder die Version nativ oder native, wie das heißt. Und das kann man auf Deutsch spielen. Dann gibt es die Version Viking, ach weiß ich nicht, Vikings, sonst was, Vikings Conquest oder so. Und das kann man nur auf Englisch spielen. Das werden wir dann auch irgendwann mal in den nächsten Folgen dann vielleicht mal spielen. Aber im Moment bleiben wir erstmal bei der Version hier, nativ und native. Und da machen wir jetzt erstmal das Tutorial zusammen. Los geht's. Okay. Okay, dann kann es ja losgehen. Mal gucken, was gemacht werden muss. Okay. Also der sieht mir ja aus wie hier von den Red Hot Chili Peppers. Okay, dann wollen wir mal. Okay, also. Geht euch auf dem Übungsplatz um und sprechen mit den Kämpfern. Achso, okay. Bla bla bla. Und hier. Das übliche ASD. Und so weiter. Hier ist erstmal reden. Reden geht mit der F-Taste. Okay. Hallo. Wir verfeinern unsere Kampfkunst hier mit ein bisschen Sparring. Okay. Dann wollen wir mal machen. Ich will den Angriff üben. Ich will das Blocken mit der Waffe üben. Sparren oder sparren? Wie heißt das? Sparren wir ein bisschen. Sparren wir ein bisschen. Keine Ahnung. Wir bleiben jetzt mal beim Angriff. Nun gut, der Angriff kommt aus vier generellen Richtungen. Okay. Okay. Alles klar. Dann los. Ich bin bereit. Super geklappt. Also gesehen, waren die Angriffe jetzt von mir durch die WASD-Tasten, in welche Richtung ich eben mit der Taste drücke, schlägt er dann auch eben, wenn er dann eben so gesehen, wenn ich auf A drücke, das wäre links, dann schlägt er auch von links. Wenn ich dann auf D drücke, das wäre rechts, dann schlägt er dann auch von rechts. Okay. Und W ist natürlich von oben und S ist dann nach unten. Also gesehen, kann man sich dann so gesehen noch die Richtung des Schlages aussuchen. Dann wollen wir mal blockieren. Üben. Okay. Ihr müsst zum Blocken die rechte Maustaste gedrückt halten. Okay. Fangen wir an. Los. Okay, es geht ja auch ganz einfach. Also einfach nur rechte Maustaste drücken, muss auch keine Richtungen lenken oder so. Weil der hat sich jetzt auch nicht unbedingt viel bewegt. Oh, was ist denn da? Beziehung, gleichgültig. Okay, das ist jetzt gerade nicht so interessant. Gut. Okay. So, noch eine Runde. Nö. Ich glaube, das hat auch erstmal gereicht.
Nein, das reicht mir erstmal. So, wie komme ich hier wieder weg? Drücke eine Maustaste. Okay, alles klar. Nun kann ich hier mit den anderen Kerlen reden. Hallo? F. Ich will den Angriff üben. Yes, haben wir ja schon. Ah, hier, Sparen. Wollen wir es mal machen. Fangen wir also an. Ich bin bereit. Na los. Oh, der hab ich. Also ich warte immer bis der. Okay, der Arme. Ich warte immer bis der eben zuschlägt. Dann block ich und schlag dann eben zu. Hey, das war kein schlechtes Sparring. Sparring heißt das, glaube ich, ne? Ja, noch eine. Nein, das reicht mir erstmal. Dann lassen wir es erstmal jetzt. Okay, das haben wir ja gut gemacht. Kriegst noch mal eine oben drauf. Oh ne, geht nicht. Was kannst du? Das gleiche. Sollte üben. Und nun? Könntest das Pferd davon haben? Hausch dich! So, guten Tag. Ich bin gekommen, um die Reitkunst zu üben. Ja. Ich möchte reiten üben. Vielleicht später. Ja, das wollen wir doch mal machen. Reitlehrer. Gut. Jetzt werde ich euch einige Übungen geben. Nun gut, ich bin bereit. Bla bla. Ja. Wohin, wohin, wohin? Okay. Ich glaube, der Pfeil sagt viel aus. Ich soll aufs Dach springen. Oh, nicht treten. Oh, der tritt ja. Komm, du Scheiß. Ich geb dir keine Möhren mehr. Wie steigt man denn hier auf? Auch mit F. Okay, supi. Rückwärtsgang. Okay, die Pfeile ablaufen. Okay. Währenddessen kann ich hier auch die Übungsdinger hier hauen. Bäm! 34 Schaden. Nein! Große Stau hier! An den Pfeilen oder auf die Pfeile. So. Versuchen wir es nochmal. 17 Schaden. Ich glaube, ich reite noch eine Runde. Irgendwie habe ich das nicht so ganz hin. Kriege ich das nicht so ganz hin. Mist. Geht nun zum Ausbilder zurück und sprecht mit ihm. Irgendwie treffe ich nichts. Nicht so einfach, wie es aussieht. Sag mal, wie heißt denn der Typ von Red Hot Chili Peppers? Wenn ihr es wisst, schreibt es mir in die Kommentare. Der Sänger von Red Hot Chili Peppers, der sieht doch auch so aus wie der hier. Guckt ihn euch an. Das ist ja echt. Und das letzte Schlag, komm, den machen wir jetzt hier. Hauen wir jetzt den Kopf ab hier. Mist. Und das. Rückwärtsgang. Okay. Ich hoffe, ihr habt euch amüsiert. Jetzt kommen wir zu etwas Schwierigerem. Schnappt euch die Lanze da drüben, reitet um die Parcours und trefft dabei jedes Ziel mindestens einmal.
Los! Ist ein Ziel hier? Du blöder Arsch! Nur wegen diesem Idioten da. Dem zeige ich es nachher. Beim Thorsten. Wendekreis wie ein Panzer, das Pferd. Oh Mann. Ihr seht, ich bin der perfekte Ritter. Ich mach das im Schlaf, sowas. Mann! Nochmal. Wieso treffe ich denn nichts? Verstehe ich jetzt nicht. Jetzt gehe ich mal ganz nah ran und gucke mal, ob das jetzt überhaupt funktioniert. Ah, hat geklappt. Okay. Im schnellen Galopp ist das dann doch echt was, ein bisschen was schwerer. Ah, hat geklappt. Ich muss nur vorher loslassen. Okay. Du Blöde! 47! Das war auch richtig hoch. Ach Mist. Nein, das Pferd! Stirb! Stirbe, stirbe! Los! Verdammt! Okay. Mann, das ist echt gar nicht so leicht, wie es aussieht. Und jetzt suchen wir es mal im Galopp. Shit! Zu früh losgelassen. Mann! Mann! Sing lieber, anstatt zu reiten. So, jetzt. Ja! Eine Übungslehrer. Jetzt dreh doch um. Gut. Ihr habt alle Ziele vom Pferd aus getroffen. Das ist aber nicht leicht dafür den Anfang. Was? Das ist nicht leicht für einen Anfänger. Euer nächste Herausforderung ist, mit Pfeil und Bogen die Ziele an der Straße zu treffen. Ihr müsst einen Pfeil in jedes Ziel bringen, um die Übung erfolgreich abzuschließen. So, dann wollen wir es mal machen. Nun gut, muss ich jetzt noch hier ganz nah ran. Ich weiß übrigens nicht, wie man hier vom Pferd kommt. Deswegen Ruhe. Sag jetzt nicht, ich muss noch Pfeile aufheben. Ach, das ist ja doch direkt hier. Oh, das geht schon was besser.
müssen wir eigentlich direkt auf das Ding zielen. Okay. Ich habe gedacht, man muss ein bisschen vorhalten. So wie es aussieht, nicht. Mama mia, es ist ja gar nicht mal so leicht. Los, mein 1 PS. Reitdingsbumsgerät. So, schießen wir mal von Weitem. Mist. Auch noch. Ach ne, ich habe keinen Pfeilenbogen mehr. Ich wollte mir jetzt gerade noch einen geben. Hallo. Hallo, mein Knappe. Sehr gut. Das war's. Was hat denn der im Gesicht? Was ist mein Wert? Ups. Ich glaube, das war's. Ja, dann wollen wir das Tutorial mal verlassen. Hat gut geklappt, Leute. Reiten, Schlagen, Blocken und Pfeil und Bogen auf dem Pferd, Lanze, war okay, hat ganz gut geklappt. Dann lassen wir das mal und werden uns mal ein kleines Gefecht, benutzerdefinierte Schlacht, werden wir mal ganz kurz hier reinspringen. Was haben wir denn da, was sind das für ein Zwerg hier? Nee. Okay. Okay. Den nehmen wir. Den Sverre. Okay. Ja, hier. Da. Och, das lassen wir so. Und jetzt machen wir einfach so ein Random Battle. Ach, die greifen direkt an. Das ist ja. Komm mit. Oh, was der Gott. Komm, ich komme. Wo laufen die denn hin? Warte doch auf mich. Da kommen welche. Das Pferd nehme ich mit. Nehmt euch alle mit! Oh. Sieht aus, als wir alle von den Feinden. Was ging da? Oh. Sausack hier! Macht sie nieder! Da unten ist noch einer hier mit dem Pferd. Diese feigen Schweinehunde. Nur wie sie fliehen. Ah, das sind die Pferde, die da fliehen. Schlag die Pferde platt! So, das war's ja schon. Oh, gibt's noch was? Da hinten gibt's noch welche. Können wir noch schnell laufen? Ich glaube, ich bin zu schwer bewaffnet und Rüstung und so und zwar Zeugs. Ich glaube, das ist zu viel. Ja, wir haben sie niedergeholzt. Das ging aber recht schnell. Ich habe einen Pfeil hier drin, das sieht klasse aus. Ja, freudig. Okay.
Yeah, komm mal ein Foto von, wie der hier die Hand hochreißt. So. Das war jetzt ein Random Battle. Ja, das kann man ja direkt als Tutorial sehen. Das war ganz gut. Und die Runde haben wir gewonnen. Kommen wir denn hier raus? Fertig. Ah ne, hier. Supi. In der nächsten Runde geht's dann mal in den Multiplayer und dann versuchen wir mal gegen richtige Spieler zu spielen. Bis dann. Ciao.